Was kann man wunderbar machen, außer wandern, wenn man ein Dachzelt besitzt? Ganz genau, Städtetrips. Deshalb nehme ich euch heute mit in die Rattenfängerstadt Hameln und anschließend zu einer Übernachtung auf einem Campingplatz. Nach etwa 2 Stunden Autofahrt war ich auch schon da und habe rein zufällig auf der anderen Flussseite diesen kleinen Campingplatz entdeckt, der witzigerweise auch noch Campingplatz Hameln an der Weser heißt, nicht sehr groß ist, dafür umso schöner. Dann bin ich mit dem Auto nach Hameln reingefahren, weil ich auch noch ein bisschen einkaufen musste. Die Altstadt von Hameln hat unglaublich viele schöne Fassaden zu bieten. Das älteste Gebäude, das ich gesehen habe, war aus dem Jahr 1500. Leider konnte ich euch nicht alle Aufnahmen hier präsentieren, weil einfach viel zu viele Leute da waren, die ich hätte verpixeln müssen. Natürlich wird auch gerne Bezug genommen auf den Rattenfänger. Der ist wirklich allgegenwärtig, genauso wie windschiefe Fassaden, wo man sich manchmal schon Gedanken macht, ob die Statik wirklich noch in Ordnung ist, aber es funktioniert offenbar. Urige Geschäfte, rustikale Kneipen, aber wer volle Innenstädte nicht so mag, fährt einfach ein Stück raus aus Hameln. Da ist jede Menge Platz zum Wandern, zum Fahrradfahren und um die Natur zu genießen. In einem meiner nächsten Filme werde ich euch erklären, was es mit dieser Tasche auf sich hat. Nach dem Sightseeing wieder zurück zum Campingplatz, in aller Ruhe das Dachzelt aufgebaut, ein bisschen was gegessen, um anschließend eine Pause zu machen im Dachzelt und eine ruhige Nacht zu verbringen. Ich hoffe, auch dieser Film hat euch gefallen. Bleibt mir bitte treu, schaut euch gerne meine anderen Videos an, vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank. Tschüss.